Hallo, da sind wir wieder in unserer Sims 4 WG. So, Hanna, wenn du mit deinen ganzen Sachen da fertig bist, dann musst du auch noch Auftritte geben. Das werde ich hier schon mal anklicken, damit ich das nicht vergesse hier. Auftritt geben. Kinder sind irre. Was haben wir noch Schönes? Du hast schon so viele Sachen geschrieben hier. Alleine im Park hört sich auch immer ganz gut an. Oh, Dodo, Katzen, Katzen, Katzen. Und weißt du, schön war, die gute Luise rennt immer noch mit ihrem Ding da oben rum. Dazu müsste ich reisen, dann wäre das weg. Aber es stört mich jetzt eigentlich auch nicht so zwingend. So, du sollst immer noch einen Fall lösen. Und Logikfähigkeit erreichen. Weißt du was, du Nerdhirn? Du kannst einfach mal wieder Weltall erkunden. Wobei, verbessern wir eigentlich auch mal ganz gut. Jetzt würde ich auch nochmal schauen. Hat denn hier eigentlich irgendjemand schon so. Ach ne, der Dungeon ist gerade nicht da. Aber ich glaube, es ist noch keiner hier mit Geschicklichkeit irgendwie so hoch. Ach je. Nein. Ich glaube, wenn, das ist der Don auch, ne? Der die meiste. Was? Verloren im Nebel. Die Instrumente von Luisa spielen verrückt und ihr Raketenschiff wird in violettes Licht getaucht. Violette und goldene Staubteilchen schweben in der Luft, so weit das Auge reicht. Was nicht besonders weit ist, sie muss in einem riesigen Nebel geflogen sein. Luisa kann einen Hilferuf absetzen oder sich weiter durchkämpfen und hoffen, dass die Instrumente es trotzdem schaffen. Na, wir werden uns einfach mal vorankämpfen. Wir sind ja schließlich Helden. Also hier ist auch erst auf 3. Ich glaube, er war hier am weitesten mit Geschicklichkeit. Weil irgendwann wäre es ja dann mal Zeit für das versteckte Grundstück, aber der ist auch noch nicht so weit. Ich glaube, ich verteile das hier einfach immer zu viel, ne? Zumindest ein schöner Nebel. Luisa schwebt durch die Wolke. Der Tanz von Gold und Violett ist beinahe hypnotisch. Ein exklusiver Traum oder ein luxuriöses Grab? Sie ist gerade dabei, sich mit ihrem traurigen Schicksal abzufinden, als das Schiff plötzlich die Finsternis durchbricht. Der Himmel ist klar und sie ist frei. Jetzt braucht sie nur noch ein kleines bisschen Glück, um es mit dem letzten Rest Treibstoff bis nach Hause zu schaffen. Okay, das war's schon. Hätte ich doch einen Hilferuf absetzen sollen, oder was? Schade. Hey, du selbstsicherer Typ hier, solltest du nicht noch irgendwas anderes machen? Du solltest dich doch, glaube ich, hier. Ach nee, ich glaube, sie jetzt hier. Komm, du sollst ein bisschen mit der Spacey rummachen. Kannst du mal ein Geheimnis ausplaudern. Und ihr eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und wir brauchen natürlich über Simnahrung reden. Mach mal. sie kommt ja auch schon entgegengelaufen. Wo bist du denn eigentlich? Aha, okay. Man kann sie natürlich auch im Klo unterhalten. Hier, in dem Dreckhaufen. Passt schon. Und dann brauchen wir natürlich nach wie vor noch Charisma. Das heißt, du wirst auf jeden Fall ihr den Tag verschönern. Oh. Haben wir noch was Schönes? Es gibt einfach zu wenig Charisma für Auswahl. Definitiv, du kannst sie jetzt nur umarmen. Oh, kannst kein Kompliment über ihr Outfit machen. Jetzt sag mal. Mach mal einen Insider-Witz. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Unfug machen, ne? Ein bisschen rumblödeln oder so. Kannst du gar nicht. Level 8 der Raumfahrttechnik erreicht. Wow. Luisa, ist sie jetzt eigentlich schon zurück? Ob sie auch nagelig rumrennt? Keine Ahnung. Frag sie mal aus ihrer Schule hier. Kann sie auch vielleicht für gute Noten loben oder sowas? Macht mal einfach ein bisschen über Aliens tratschen. Das hört sich gut an. Wie weit ist eure Beziehung? Hey, das sieht doch gut aus. Ihr könntet bestimmt bald beste Freunde werden hier. Oder Freunde fürs Leben. Nee, was brauchst du? Wie heißt das? Eine Freundschaft fürs Leben schließen. Mann, das sollte doch klappen. Ich mach mal hier ein wenig weiter. Da, 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 da. Freundlich. Aber das kommt noch nicht. Ist egal, du kannst mal ihre Wange küssen. Küss mal ein Alien. Frostfall. Nein, das wollen wir lieber nicht, aber du kannst ein bisschen über Farbtheorie mit ihr reden. Das ist sicherlich voll spannend. Ach, du hast auch schon gefragt. Nee, wollen wir nicht. Oh, Level 9 der Montorikim. Was machst du da? Wo ist sie denn? Ist sie weg? Und können wir schauen. Ja, redet man noch ein bisschen. Ah, die Luisa ist wieder da. Wieso hast du die? Wo bist du denn?
Ach, sie ist ja noch am Tippen üben. Da macht man auch Motorik. Du kleiner Frechdachs. Tatsächlich. Hey. Krass. Hast du schon erreicht? Level 5 der Motorik. Da war sie doch noch gar nicht so weit, oder? Das geht bei dir sehr schnell. Sehr schön. So, ihr zwei Süßen. Du kannst ja auch noch mal ein bisschen Feedback machen. Beste Freunde werden, ja. Kommt das bei dir auch? Moment. Mal gucken. Beste Freunde werden. Ich weiß nicht, ob das reicht. Eine Freundschaft fürs Leben oder ist das noch mehr? Na, mal gucken. So, Luisa, ja, kommt doch alle ins Klo. Auf dem Klo sind immer die besten Partys. Ja. Ich will da erstmal noch reinhopsen. Hey, ihr stört hier zwei. Die führen hier ein viel besseres Gespräch. Ja, cool, okay. Dann, Luisa, du darfst es hier mal in die Teile plündern. Los, mach das. Ich möchte, dass ihr beide jetzt hier mal endlich mal beste Freunde werden. Jetzt kommt jetzt auf zu labern. Einfach beste Freunde werden. Los, 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 los. Das wird doch so nix hier. Ihr solltet ja nicht mehr beste Freunde werden. Los, Matters. Luisa. Übrigens, sie sieht übrigens hier irgendwie gleich aus. Das passt. Okay, die besten Freunde, das reicht wahrscheinlich nicht. Du brauchst wirklich noch eine Freundschaft fürs Leben. Doch, jawohl, du hast es geschafft. Sehr schön. Das heißt, du brauchst nur noch vorm Spiegel labern. Naja, weißt du was, dann kannst du gleich mal anfangen. Kannst du mal mit den Geschichten erzählen üben. So, Hannah, hast du eigentlich deine Sachen hier abgeschlossen? 50%. Hast du keinen Bock mehr gehabt? Komm. Mach weiter, Auftritt geben. Wie man im Lotto gewinnt. Jawohl. Kannst du dann schon mal üben. Das Leben eines Törtchensüchtigen. Level 10er Charisma-Fähigkeit. Wo bleibt unser Don? Dann kannst du den mal rund um Boden knutschen. Dann geht das ja richtig schön hoch. So, du hast deine Hausaufgaben alles wunderbar abgeschlossen. Du fühlst dich gelangweilt und du brauchst sowieso deine Hausaufgaben. Das heißt, du darfst tun und lassen, was du willst. Hey, du bist auch schon weiter. Du hast das doch schon fast alles. Höchstpunktzahl im Tippspiel erreichen und dreimal über das Klettergerüst klettern. Muss das jetzt das Klettergerüst sein? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber schon. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Oh, mach mal einen Weltraumspaziergang. Mach mal dreimal Weltraumspaziergang. Mal sehen, vielleicht klappt das dann auch. Keine Ahnung. Werden wir auch mit tippen. Nicht hier den ganzen Tag am PC sitzen. Das geht ja mal gar nicht. Wo sind sie denn jetzt hier alle? Übrigens, die Pfannkuchen. Die sind jetzt hier okay. Die liegen jetzt hier draußen rum. Ja, toll. Ich tue sie mal in den Kühlschrank. So. Zwei Mal Hausaufgaben gehen nicht. Das hatte ich eben schon. Du warst das mit der Mentalfähigkeit. Ich habe aber wieder keinen Plan hier. Mental. Du sollst nach wie vor Schach spielen. Das kannst du jetzt natürlich auf jeden Fall mit der Luisa erstmal weitermachen. Mein Schachtisch steht hier. Komm, spiel mit. Mit Luisa. Im Raum am Zug. So. Du hast jetzt endlich mal deine Dinger gemacht. Nein, hat sie immer noch nicht. Du sollst auch noch Level 6 der Gartenfähigkeit erreichen. Und drei Pflanzen veredeln. Mensch, das könntest du ja dann auch bald mal machen. Damit können wir denn eigentlich auch mal anfangen. Damit wir hier nicht so viele haben, dann kann ich ein paar wegschmeißen. Was hast du denn hier alles Schönes? Erdbeeren. Du nimmst ja auf jeden Fall erstmal... Jetzt kannst du auch alles Mögliche damit machen. Aber wir werden erstmal... kannst du gar nicht. Du kannst doch gar keinen Ableger nehmen. Ach, du hast erst Level 4. Ich glaube, dazu brauchst du Level 5, ne? Okay, wie weit bist du denn im Level überhaupt bei deiner Gartenfähigkeit? Muss ich mal kurz gucken. Hä? Ach nee, Geschicklichkeit, Gartenarbeit 4. Okay, das ist jetzt aber gar nicht mehr so viel. Dann fang mal an zu düngen. Mit einer unbestimmten Pflanze.
Ah, und die nächste unbestimmte Pflanze. Und ich finde es viel besser, wenn man das so anklicken könnte, von wegen, ja, mach doch mal alle. Das Düngen finde ich immer ein bisschen anstrengend. Das war bei Sims 3 besser. War das bei Sims 3 oder war das bei Sims 2, wo man sagen könnte, irgendwie düngen mit dem Besten? Ich glaube, das war sogar bei Sims 2, wo das am besten war. So. Erstmal alles gedüngt und dann darfst du alles bewässern. Ja, ich komme dann mal wieder nicht ran. Stell dich nicht so an, du kommst da sehr wohl ran. Ich lasse sie da erstmal machen und dann kontrolliere ich deine Arbeit, ob du alles richtig gemacht hast. So, junge Frau, du sollst ja da über das Klettergerüst. Aber ich glaube, das zählt nicht, ne? Nee, zählt leider nicht. Das zählt leider nicht. Okay, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Dann lass das mal sein, dann komm mal wieder nach Hause. Dann kannst du natürlich versuchen, an einem Tippspiel die Höchstpunktzahl zu erreichen. Die sind hier alle total verspielt. Nein, was ist das? Wo bist du? Geh, bist du etwa in der Rakete? Nein, die ist da unten bei ihrer Mama. Dann darfst du hier ein bisschen Tippspiel machen. Wo ist das? Wo ist der PC? Der PC ist oben. Die stehen alle oben. Dann darfst du da weitermachen. Er labert hier fleißig vor sich hin. Tippen üben? Nein, Tippspiel wollen wir doch machen. Dann muss er den Tastenkommandant spielen. Genau, mach das mal. Und wann kommst du eigentlich von der Arbeit wieder? Du Serienromantiker. Muss ich mal kurz gucken. 18 Uhr. Mein Gott, von 8 bis 18 Uhr. Was für eine Arbeitszeit. So, ihr seid fleißig irgendwie am Schach spielen. Warum spielt ihr keinen Schach? Seid ihr schon wieder fertig? Spielen mit. Hä? Ach, du warst das hier mit der. Nee, Motorik. Nee, Quatsch. Nein, du musst doch mit wem muss ich denn jetzt spielen? Mental. Du musst mit Spacey spielen. Du musst mit Spacey spielen. Na komm, hör doch mal auf. Spielen mit Spacey. Hier, jetzt habe ich das. Ich habe das falsche Kind angeklickt. Du sollst auch den Tastenkommandant spielen. Spacey soll mit dir spielen. Übrigens, den Dreckhaufen. Ja, den mache ich denn gerne mal weg für euch. Hier, irgendwo war doch jetzt hier auch der Müll. Wo ist denn jetzt unsere Tonne? Na gut, dann mache ich das immer in dieses andere Ding da rein. Ich treffe den nicht, ich finde ihn nicht. Nein, wo ist er denn? Hanna, geh da weg. Hanna, ich will das wegschmeißen. Geh da weg. Los. Hanna, lass das sein. Nein, jetzt kommt die nächste. Ja, dann freuen sie sich alle über den Dreckhaufen. Lass das jetzt halt. Geh da weg. Ich will das gerne wegschmeißen. Komm, Luna. Dahin gehen. Lass es sein, in den Flur zu spielen. Ich will keine. Nein, jetzt haben wir noch schon zwei Dinger. Oh mein Gott. Ich muss das schnell entsorgen, bevor wir hier irgendwelche doofen Pflanzen wieder haben. Ich will keine ollen Müllpflanzen im Garten haben. Nein, es geht noch nicht. Jetzt aber. Erstmal weghauen das Zeug. Ah, der gnädige Herr ist da. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir könnten ja vielleicht heute Abend noch eine Goldverabredung starten. Du hast ja morgen frei. Ah, die Hanna muss heute noch los, ne? Nee. Nee, muss sie nicht. Wie geht es euch? Na, prima. Herr Lothario, das passt schon. Komm, du wirst jetzt hier sofort deine Hanna fragen. Ob sie noch Bock auf eine Goldverabredung hat? Hanna, wo bist denn du, Hanna? Hanna? Hanna ist am Spielen. Hanna hört mal auf zu spielen. Und der Donny, dein, komm mal hier. Komm mal her, du Arzt. Du bist schon kokett. Das sollte klappen. Und dann darfst du sie gleich mal leidenschaftlich küssen. Mehr Auswahl. Quatsch, Romantik. Na da da. Na da da da. Bleib doch mal hier. Wir sind noch nicht so weit. Um eine Verabredung bitten. Hallo. Heute können wir ja mal woanders hingehen. Wir müssen ja heute nicht mehr irgendwo noch zwingend hier irgendwas machen, sondern. Ah, ich kann die anderen hier einfach mal so lassen. Oh, ja. Die zwei sind so süß.
Er quietschte vor sich hin hier. Wo wollt ihr hingehen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen Plan, wo ihr... Ah, nein, ich kann nicht woanders hingehen. Ich sollte hier bleiben. Ich kann ja nicht mit den beiden zusammen weggehen. Geht nicht, dann kommen die anderen Mädels. Da wollen wir nicht. Nein, ihr bleibt schön zu Hause. Du sollst wieder Kontakte knüpfen. Machen wir. Kannst du jetzt mal den Tag verschönern? Und dann kannst du ja eine Rose anbieten. Level 10 der Motorikfähigkeit erreicht. Wer denn jetzt hier? Ah, Elisa. Ja, jetzt hatte ich schon ein ganzes Strauß zusammen oder so. Ah, du kannst jetzt auch mal ein wenig aufreizen, Cousin. Was sollt ihr denn? Beide gleichzeitig kokett sein lassen? Das ist bei euch überhaupt Sims gleichzeitig fernsehen lassen. Ich glaub's ja wohl nicht, oder? Ja, klar. Wir sind hier voll am Flirten und die sollen ja bitte schön jetzt hier vorm Fernseher abhängen. Ich glaub's ja wohl nicht. Du sollst sie leidenschaftlich küssen. Wo ist der leidenschaftliche Kusschen? Ah. Zorbo. Überbindungsangst regen. Nein, du hast keine Bindungsangst. Das musst du ablegen. Wird er wahrscheinlich nie tun. Okay, dann flirte einfach ein bisschen. Ach, da drüben oben sind ja beide Balken dermaßen voll, dass ihr euch mich gar nicht darum kümmern braucht. Ach, Küsschen. Wo ist denn jetzt hier der leidenschaftliche Küsschen? Wie ist das eigentlich, einen Heiratsantrag machen? Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wir machen erstmal das dritte Gold-Date zu Ende. Du kannst schon mal die ewige Liebe erklären. Das hört sich so gut an. Ja. Das ist süß. Das gefällt mir. Leidenschaftlich küssen. Wo ist denn hier unsere leidenschaftliche Küssung hier? Bin ich blind oder was? Verführerisch sein. Sei mal verführerisch. Wo wollt ihr denn jetzt beide hin? Wo wollen die hin? Ah, die wollen techteln gehen, glaube ich, ne? Das hörte sich eben so an. Hä? Ja, jetzt zwei. Ihr könnt, das habe ich jetzt das erste Mal, dass die jetzt hier einfach mal wieder zusammen, ja. Ey, meine Zeit läuft ja gar nicht. Verbleibende Zeit, 42 Minuten. Hä? Nein! Ich will mein Date haben hier. Das soll auf jeden Fall jetzt hier mal klappen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu Ende geht. Ach, hey, der Roy, der labert immer noch vorm Spiegel. Den habe ich ganz vergessen. Aber denen geht's gut. Ja, lassen wir ihn da machen. Nein, mein Date ist kaputt. Ah, da hätte ich erstmal... Ich muss jetzt immer den Cache erstmal löschen, bevor ich hier das Spiel neu starte oder was. Das wäre natürlich total doof. Aber vielleicht sieht er trotzdem ja irgendwie als Gold. Ja, mein Gott, die Matratzen, die quietschen hier voll. Oh mein Gott, was für ein Feuerwerk. Wir sind eingeschlafen, praktisch. Na gut, wie das Date ausgeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Bye, bye.